Hallo zusammen, ich bin heute ein wenig angeschlagen, das sage ich euch gleich, deswegen auch nur eine kurze Skat-Geschichte. SenseGard nachher müssen wir auch darauf verzichten, das geht dann nächste Woche wieder ab. Muss heute früh ins Bett und mich ein bisschen gesund schlafen. So, was habe ich mitgebracht? Tim Rust alias The Racing Warrior, der Jungspund, der noch Fantasie hat, der gerne in Risiko geht, der auch schon drei Rätsel eingereicht hat. Ein Skat-Enthusiast hat mir wieder geschrieben, es ist ihm etwas ganz Besonderes gelungen und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Was ist passiert? Er sitzt in Hinterhand mit folgender Karte. Vorhand hält noch 20, auf 22 ist Tim am Spiel und was hat er wohl jetzt gemacht? Tja, angestachelt, sage ich mal, durch eins meiner Videos, Farbspiel ohne 11. Da habe ich dann sowas gesagt, der größte Traum wäre es natürlich nochmal ein Farbhandspiel ohne 11 zu gewinnen. Tim sieht also das Blatt und schiebt den Skat beiseite und sagt jetzt gegen die 20er Reizung von Vorhand erstmal Herz-Hand an. Ja, und das ist auf jeden Fall erst schon mal sicher überraschend, ein hohes Risiko. Trotz alledem, bei diesem Herz-Hand ohne 11, was würdet ihr denn sagen, ist jetzt eigentlich das größte Risiko? Gut, das kommt vielleicht sowieso auf jeden an, was er da so empfindet, aber ich würde sagen, Spielverlust ist hier nicht das größte Risiko. Das muss wahrscheinlich in 80% der Fälle ungefähr sowieso eingeplant werden. Nee, viel ärgerlicher wäre es doch, wenn ein Trumpf drin liegt, oder nicht? Das wäre aus meiner Sicht Höchststrafe. Und da habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht, wie hoch ist denn die Chance bei diesem Spiel, dass ein Trumpf drin liegt? Leider verdammt hoch, nämlich wenn wir jetzt sagen, 22 Karten verteilen wir auf den Skat. Wir schieben von diesen 22 Karten die erste in den Skat und es sind noch 11 Trümpfe draußen. Dann haben wir schon bei der ersten Karte eine 50% Chance, einen Trumpf zu treffen. Und wenn wir zum Glück noch keinen Trumpf treffen, dann haben wir bei der zweiten Karte leider schon eine etwas größere Chance, weil jetzt nur noch 21 Karten draußen sind und immer noch 11 Trümpfe. Mit anderen Worten, in über 75% der Fälle bei einem Farbhandspiel ohne 11 liegt dann leider ein Trumpf drin. Und dann, ja, wirst du wahrscheinlich das Spiel verlieren. Und dann liegt ein Trumpf drin. Oder du gewinnst es ausnahmsweise mal und dann liegt ein Trumpf drin und der ganze Traum ist geplatzt. Aber was soll ich euch sagen? Bei Tim saß es etwas schöner. Er spielt jetzt also Herz-Hand und Vorhand hat die Handvoll Trümpfe. Wurde direkt mit Trumpf eröffnet, hat Tim mir erzählt. Er schmeißt hier was ab. Dann kam Blank Kreuz, Dame König. Ein Stück weit überraschend, dass da zwei Bilder drauf liegen. Tim nimmt mit, 18 Augen, zieht natürlich Karo Ass. Wir brauchen ohnehin hier, wenn es geht, die blanke 10. Karo 10 kommt blank. Und jetzt ist noch eine kritische Stelle. Tim muss schon erkannt haben, und das hat er wohl richtig interpretiert, dass Kreuz Dame König darauf hindeutet, dass vielleicht sogar zwei Kreuz Luschen eben im Stock liegen. Deswegen jetzt Nachspiel Kreuz 10 wäre sofort Spielverlust. Einer sticht, einer kann abwerfen. Tim setzt mit dem Karo König fort und das ist für den Spieler hier in Vorhand natürlich ein Stück weit unangenehm. Es ist ein Handspiel, er weiß auch natürlich, dass offen gespielt erst 39 liegen. Aber trotzdem vielleicht auch unangenehm, darauf abzuschmeißen. Vor allen Dingen denkt er doch, er kann auf Trumpf nachher seinen Partner wieder anspielen und der kann dann vielleicht noch Kreuz kommen. Also, hier hätten die Gegner das Spiel schlagen können, wenn abgeworfen worden wäre. War aber nicht der Fall. Wird gestochen, Karo Dame. Jetzt wurden ein paar Trumpfzüge gespielt. Spieler versucht, seinen Partner an Stich zu bekommen. Der taucht aus irgendeinem Grund hier noch ein paar Mal. War aber egal, irgendwann ist er dann natürlich dann doch dran. Aber es steht eben tatsächlich die Pik 10 einfach bestellt hier und deswegen, was dem Ganzen hier noch so ein bisschen die extra Würze gibt, Tim muss allen Ernstes hier im achten Stich noch Jagd auf die Pik 10 machen und diese Jagd wird belohnt. 43 liegen und mit diesem Stich 64 im letzten Stich 2 Trümpfe und Kreuz 10 im Stock, Kreuz 8 und 9. Und Tim hat, ich weiß nicht, wie viele Spieler vor ihm schon ein Farbhandspiel ohne 11 gewonnen haben. Ich meine, diese Spiele ohne 11, ich habe sie mir ja nicht ausgedacht. Es gibt auch Vereine, die sogar so heißen. Also, das ist zumindest Szene bekannt, dass das ein interessantes Spiel ist, das Handspiel. Setzt da natürlich noch einen drauf. Ich denke mal, Tim ist also sicher einer der wenigen Spieler, die das jetzt geschafft haben. Ja, und
was soll ich da sagen? Ich freue mich natürlich, dass ich, Tim, dich dazu angestachelt habe und ich nehme deswegen von diesem Erfolg mal so ein paar Prozente, nehme ich die schreibe ich mir mal auf die Kappe und das ist auch ganz gut so, denn dass ich tatsächlich in meinem Leben mal ein Farbhandspiel ohne 11 mache, das ist vielleicht deswegen nicht so wahrscheinlich, weil in den meisten Wettbewerben, in denen ich unterwegs bin, ob das jetzt Liga ist oder Turniere, da ist das einfach aus dem Chancen-Risiken-Verhältnis ziemlich dusselig und deswegen wird das für mich wahrscheinlich bei dem Traum bleiben. Du hast dir diesen Traum erfüllt und das erst mit, ja, mit noch um die 20 Jahre rum. Also hast noch das ganze Skatleben vor dir. Großartig, dazu Gratulation allen, denen das auch gefallen hat. Mal Daumen hoch für Tim. Ja, und dann bleibt mir abschließend noch zu sagen, Dankeschön für einen extra Obolus bei Rewe, bei Durisil, bei Wolf Ulrich und bei Ralf Schreder. Ich weiß das sehr zu schätzen. Haltet ihr euch lieber ein bisschen besser und ja, bis die Tage, wie immer, gut blatt.